Gonzalez. Duván Zapata. Xavi. Oh, das sah sehr gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ila Bogi. Oh, Marco Reus. Ja, guter Pass. Da schickt er den Mitspieler. Gnabry. Das ist doch gefährlich. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff? Toni Kroos. Ball kommt rein. Super Kopfballtor, das kann man nicht anders sagen. Klasse erwischt diesen Kopfball, Druck hinter die Kurve gebracht und dann ist da nichts zu machen für den Torhüter. So und nicht anders musst du einen Kopfball ansetzen. Ja, der war absolute Klasse, mit ganz viel Power, dazu noch präzise, den kannst du nicht halten. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Er ist frei, der kann was drauf werden. Er zieht ab. Wahnsinn, gehalten. Und das war schwer, das war richtig schwer. Was für eine Parade. Ecke Kroos. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Dani da Costa. Und nun Marcelo. Kroos. Marco Reus. Und da macht er sein zweites Tor. Der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Gonzalez. Ballverlust. Marcelo geht hier dazwischen. Hier diesen Pass, weg ist der Ball. Und hier Timo Werner. Und den hätte er fest gut gemacht. Fernandinho jetzt am Ball. Da verlieren sie den Ball. Schönes Zuspiel. Mit der Hereingabe jetzt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Ja, das sah also gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Toni Kroos. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Abwehrspieler sind vorne bei dieser Ecke. Klar, sie hoffen auf den hohen Ball. Groß mit der Hereingabe. Großartige Aktion vom Abwehrspieler. Da kommt der Schuss. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Gnabry. Marcelo. Die Kugel ist weg, er kommt nicht vorbei. Der. Besic. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Ila Vogi. Der. Gonzalez. Drei Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht.
Dea. Zapata. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen wir dranbleiben. Steilpass kommt von Reus. Timo Werner. Ganz souverän hier vom Torhüter. Man kann es. Sie haben die erste Hälfte dominiert, ein einseitiges Resultat bis hierhin. Aber jetzt geht es in Durchgang 2. Xavi. Nur Boateng. Conte. Werner. Und der weite Ball geht auf Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Sterling versucht. Der Ball bleibt von der Latte ins Feld zurück. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Sterling! Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Er hat sein Tor im ersten Durchgang gemacht. Eine wirkliche Und er macht da gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Ja, mit viel Übersicht. Klasse vom Verteidiger. Er blockt die Flanke ab. Sehr guter Einsatz. Jetzt versucht es das Heimteam mit einer Abseitsfalle. Das ist nicht ohne Risiko. Einmal nicht aufgepasst, dann gibt es eine riesen Gelegenheit für die gegnerische Mannschaft. Okay. Zapata. González. Conte. Werner. Schöner Pass. Ibrahimovic. Ibrahimovic! An den Posten. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Es gibt jetzt eine Umstellung. Sie bringen einen frischen Mann. Toni Kroos kommt rein. Spieler mit Ideen. Spieler mit unglaublicher Passgenauigkeit. Nun Fernandinho. Toni Kroos. Witzel. Die Gäste werden wechseln. Conte. Jetzt kommt die Flanke auf Ibrahimovic. Kommt jetzt die Flanke rein. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Witzel. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Xavi, da wäre jetzt Platz. Da ist die Hereingabe. Das ist eine verschenkte Chance. Ja, da fehlt einiges. Der Ball geht weit vorbei. Viel zu überhastet. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Groß. Conte. Der Angriff wird was werden. Geklärt von Jérémy Mathieu. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf.
Jetzt gibt es also einen Wechsel. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf dem Spiel hat. Da können Sie erst mal klären. Der. Bilia. Macht er ihn! Tolle Aktion vom Tor! Da war noch einer dran, daher Eckschuss. Jetzt die Ecke. Der Ball kann klasse in den Strafraum und dann fällt hier das Tor. Sehr gute Ecke, die war gefährlich und im Zentrum konnten sie das ausnutzen. Schönes Tor. Schade, da war er noch dran, konnte aber das Tor nicht verhindern. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Jetzt Bilia. Groß. Xavi, Witzel. Er passt ihn auf den Flügel. Da ist die Flanke. Keeper geht gut zum Ball, Faustweh weg. Gut aufgepasst, da kommt der Anliegen. Oliver Torres. Gale. Toni Kroos. Regulär sind es noch 7 Minuten. Oder Ibrahimovic. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Ah, da trifft er die Latte. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Und jetzt wird es Einwurf geben. Und nun Sterling. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Ibrahimovic. Herrlicher Pass von Ibrahimovic. Er trifft den Außenposten und der Ball ist draußen. Gale. Und Kroos. Xavi. Starke Aktion. Er lässt den Verteidiger stehen. Ja, Marcelo macht es gut. Und jetzt Toni Kroos. Werner. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Klasse Einsatz. Sauber vom Ball getrennt hier. Thank you.